Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Ich freue mich, euch hier eine neue Serie vorstellen zu dürfen. Und zwar heißt diese Serie Project Immersion. Es geht um Immersion und Immersionssteigerung. Bis jetzt ging es ja hier meistens um neue VR-Brillen. Und natürlich auch in Zukunft werde ich euch neue VR-Brillen zeigen. Aber es gibt einfach noch mehr Hardware, welche Immersion steigern kann. Zum Beispiel Racing Wheels oder Motion Rigs oder Yokes für Flugsimulatoren. Und das alles möchte ich euch mal zeigen. In dieser ersten Folge geht es um Racing Sims. Und zwar um ein günstiges Direct Drive Wheel, nämlich das Moza R5 Wheel Bundle, was es so für ungefähr 500 Euro gibt. Also ein guter Einsteigerpreis. Und ja, das schauen wir uns in diesem Video mal an. Also bleibt dran, schaut das ganze Video und genau damit geht's jetzt los. Das heutige Video wird euch präsentiert von Hons VR Linseneinsätzen. Hons VR ist Kanalsponsor und wenn ihr Brillenträger seid, kann ich euch die Hons VR Linseneinsätze wärmstens empfehlen. Hons VR bietet sehr hohe Qualität zu sehr günstigen Preisen und das blitzschnell. Die Linsen sind normalerweise nach ein paar Tagen bei euch und ihr seid nicht nur von den Linsen, sondern auch vom Service begeistert. Also geht auf honsvr.com, holt euch eure Linsen und mit Code MRTV einen 5% Rabatt. Vielen Dank HonsVR für das Kanalsponsoring. Und es geht los mit der Immersionssteigerung. Bis vor kurzem habe ich noch das hier benutzt, das Logitech G29 Lenkrad. Und ich dachte, es sei fantastisch. Ich habe tatsächlich jede Minute damit genossen, denn für 300 Dollar bzw. Euro kann man sich da gar nicht beschweren. Bis mir jemand sagte, ich soll unbedingt mal ein Lenkrad mit einer Direct-Drive-Basis ausprobieren. Da war ich zuerst mal skeptisch, denn wie viel besser könnte das denn wirklich sein? Also begab ich mich auf die Suche nach einem erschwinglichen Direct-Drive-Lenkrad und stieß auf das Moza R5 Sim Racing Bundle. Mit einem Preis von etwa 500 Euro versprach es viel, ohne ein Vermögen zu kosten. Das Bundle enthält alles, was man für den Einstieg in Direct Drive benötigt, was man so in der Welt des Sim Racing als echten Game Changer sogar wertet. Und so bewirbt Moza das Ganze. Mit seinen beeindruckenden 5,5 Newtonmetern Drehmoment, anpassbaren Fahrmodi und robuster Konstruktion aus Aluminium, Leder und Stahl ist es darauf ausgelegt, unvergleichliche Immersion und Haltbarkeit zu bieten. Das Moza Pithouse Kontrollzentrum ermöglicht eine bequeme Überwachung der Geräte, Einstellungen und das Laden von Voreinstellungen. Hebt euer Rennsetup heute auf ein neues Level und erlebt eine neue Ära der Leistung und Präzision. Na, das musste ich aber mal selber ausprobieren. Die Installation war ein Kinderspiel und ich habe mich schnell auf die Moza Pithouse Software gestürzt. Diese Software ist der von Logitech bei weitem überlegen. Sie scannt euren Computer nach kompatiblen Rennspielen und konfiguriert alles mit nur einem Klick. Ich habe es dann mit Assetto Corsa Competizione getestet und die Einrichtung war wirklich nahtlos. Als ich dann im Spiel war, war der Unterschied sofort spürbar. Das Force-Feedback des Moza R5 Wheels war deutlich stärker als das vom Logitech. Jede Unebenheit, jede Kurve und Beschleunigung fühlte sich unglaublich realistisch an. Ich konnte die Textur der Straße, die Vibration des Motors und sogar die subtilen Gewichtsverlagerungen beim Navigieren durch die Kurven spüren. Jedenfalls hatte ich das Gefühl. Das Lenkrad reagierte präzise, sodass ich das Gefühl hatte, wirklich mit dem Auto verbunden zu sein. Das Fahrerlebnis mit dem Moza R5 war transformativ, jedenfalls wenn man vom Logitech kommt. Es fühlte sich an, als ob jedes Element der Strecke durch das Lenkrad mit mir kommunizierte. Das verbesserte Force-Feedback ermöglichte es mir, natürlicher und intuitiver auf das Verhalten des Autos zu reagieren. Ich fand mich immer mehr in das Erlebnis vertieft, fast vergessend, dass ich in meinem schönen Studio saß. Also genau das, was ich hier eigentlich machen möchte. Projekt Immersion. Der Realismus war erstaunlich für ein Setup, das nur 200 Euro mehr kostete als mein altes Logitech. Und wenn wir schon bei Upgrades sind, habe ich auch mal gleich die Pimax Crystal Lite für Sim Racing ausprobiert.
Und genau wie ich es für Flugsimulationen schon gelobt habe, ist es auch für das Rennfahren fantastisch. Das leichtere Design und die verlängerte Akkulaufzeit, beziehungsweise keine Akkulaufzeit mehr, machen lange Sessions viel komfortabler natürlich. Und natürlich haben wir auch dieselbe hochauflösende Optik wie schon bei der Original Crystal. Und auch da hatte mir Rennfahren in VR schon richtig gut gefallen. Für diejenigen von euch, die auch Langstreckenrennen wie die 24 Stunden von Le Mans planen, ist die Primus Crystal Light jetzt echt ein Gamechanger, denn wie gesagt, keine Batterien mehr, ihr könnt da drin bleiben, solange ihr wollt. Das reduzierte Gewicht bedeutet auch weniger Belastung für den Nacken, sodass ihr euch länger fokussiert und komfortabel fühlen könnt. Alles in allem ist das ein super Upgrade. Also, wenn ihr nach einem Upgrade sucht für eure Reverb G2, Valve Index oder Quest, dann ist die Primus Crystal Light eine hervorragende Option. Und die Kombination hier aus dem Moza R5 Lenkrad und der Primus Crystal Light sorgt für ein echt gutes Sim-Racing-Erlebnis, das einfach richtig Spaß macht und zwar auch mit einem etwas kleineren Budget, jedenfalls für das Direct Drive Lenkrad. Und das war's auch schon. Wie ihr gesehen habt, echt ein tolles Wheel für einen wirklich guten Preis und daher meine Top-Empfehlung für die Basisstufe von Project Immersion Racing Sim Version. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das Moza R5 gefällt, falls ihr es haben solltet oder was ihr gerade benutzt. Und schreibt auch mal, was ihr als nächstes hier sehen wollt bei Project Immersion. Das war's. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da und auf jeden Fall abonniert diesen Kanal für weitere spannende Folgen von Project Immersion und natürlich auch für den normalen Content hier auf MRTV. Wenn ihr euch mal mit mir oder der MRTV-Community unterhalten möchtet, dann kommt auf den MRTV-Discord-Server. Ich bin da jeden Tag und es macht richtig Spaß. Der Link dazu unten in der Beschreibung des Videos. Das war's. Ich freue mich drauf, euch in der nächsten Episode wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Ciao.